Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren. Der Kollegin Montserrat kommt das Verdienst zu, dass dieses wichtige Thema auf der Tagesordnung heute steht. Vielen Dank dafür. Es wurde auch schon viel Richtiges gesagt zu den Themen Entwicklung und Ankauf und Verteilung der Covid-Impfstoffe. Aber Fragen zu den zum Teil verheerenden Folgen der Impfung wurden bisher ausgeklammert. Dazu möchte ich etwas sagen. Wussten Sie, dass in diesem Jahr mehr Menschen an den Folgen der Covid-19-Impfung gestorben sind, als in den letzten 20 Jahren an den Folgen aller anderen Impfungen? Und wie ist das mit den unzähligen weiteren, teils schweren Impfschäden? Warum hören wir so wenig davon? Wird hier etwas verheimlicht? Als vor einigen Jahren die Impfung gegen die Schweinegrippe negative Folgen zeitigte, hat man den Impfstoff schnell aus dem Verkehr gezogen. Noch heute leiden Tausende, vor allem junge Menschen, unter den Folgen der Impfung. Ich kenne einen jungen Menschen, der damals geimpft wurde und der heute unter Narkolepsie leidet. Er hat seine Ausbildung beendet und würde gerne arbeiten. Er darf aber wegen der steten Gefahr des plötzlichen Einschlafens keinen Führerschein machen und er findet auch keine Arbeit. Leider wird seine Krankheit nicht als Impfschaden anerkannt. Der Hersteller der Impfung wurde wohl von der Haftung für Impfstofffolgen freigestellt. Offensichtlich passiert heute das Gleiche wieder. Aber trotz massiv steigender Impfschäden, von denen wir wie gesagt nichts hören, kaum was hören, wird, als gäbe es kein Morgen, einfach weitergeimpft. Warum werden die Impfstoffe nicht aus dem Verkehr gezogen, wie einst bei der Schweinegrippe? Und wer haftet eigentlich für diese zunehmend offenbar werdenden Impfschäden? Liebe Kommission, mit diesen Impfstoffen ziehen Sie endlich die Reißleine und stoppen Sie dieses Experiment am Menschen. Ich bitte Sie inständig, klären Sie die Haftungsfrage. Und die vielen geschädigten Geimpften werden es Ihnen danken.